Ach du meine Güte. Mama, sind wir bald beim Streichelzoo? Ich kann es kaum erwarten, die Meerschweinchen zu treffen. Ja, Peppa. Opa sollte draußen auf uns warten. Aber vergiss nicht, dass wir zuerst Opa helfen werden, die Farm für die Tiere herzurichten. Das ist richtig. Peppa, lass uns helfen, diese Tüte Samen für das Frühstück der Tiere zu tragen. Ja, los geht's! Das ist wirklich ein schweres Frühstück. Hoho, ich danke euch allen, dass ihr das Futter für die Tiere hierher gebracht habt. Aber ehrlich gesagt, der starke Regen letzte Nacht hat den Streichelzoo sehr schlammig gemacht. Ein bisschen zu schlammig. Wo sind all die Tiere? Sie können nicht herauskommen, bis die Farm sauber gemacht wurde, Luisa. Sonst werden sie zu schlammig zum Streicheln. Och nein! Wie können wir helfen, Opa? Nun, ich zeige es euch, aber es wird sehr schmutzig. Großartige Arbeit allerseits. Danke. Aber Opa, da ist noch dieser große Haufen Matsch. Wir haben noch Zeit, den sauber zu machen. Stimmt's, Herr Wutz? Oh, das sollten wir, solange die solange die Tiere noch nicht zurückkommen. Oh nein, das Meerschweinchen wird bei dieser Geschwindigkeit zu schlammig zum Streicheln. Warten Sie, Herr Meerschweinchen. Langsamer bitte. Peppa, Schorsch, Luisa, geht es euch gut? Ja, uns geht es gut. Das freche kleine Meerschweinchen ist so süß. Das ist es in der Tat. Oh je! Alberne Mama, es sind nur die Hühner. Sie sind schon sehr süß, nicht wahr, Peppa? Okay, alle zusammen. Die Tiere wurden sicher woanders hingebracht, bis wir diesen Schlamm sauber gemacht haben. Aber wie werden wir das machen, Opa? Er ist überall. Wir können das hier benutzen. Tolle Arbeit, alle zusammen. Vielen Dank für eure Hilfe. Die Tiere sind sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Wer möchte Herrn Meerschweinchen und Frau Huhn füttern? Ich! Lass uns die Samen hier in diesen Trog schütten, Mama. Dann können wir die Tiere füttern. Oho, ihr seid alle sehr freundlich. Ich liebe den Streichelzoo. Heute macht Mama Wutz einen großen Frühjahrsputz in der Küche. Ein Schwamm, ein Besen. Ich bin bereit für den großen Putz. Sauria! Ich kann jetzt nicht mit dir spielen, Schorsch. Tut mir leid. Wir spielen mit Schorsch, Mama. Es hat gerade geregnet. Und draußen gibt es schlammige Pfützen, in die man springen kann. Okay, Peppa. Aber bitte tragt eure Stiefel. Stiefel. Und bitte zieht eure schlammigen Stiefel aus, wenn ihr wieder reinkommt.
Oh oh, vielleicht sollten wir reingehen, bevor es zu sehr zu regnen beginnt. Gute Idee. Lasst uns verstecken um das Haus herumspielen. Aber nicht in der Küche, damit Mama putzen kann. Wer will zählen? Okay, George, zähle bis 10. Das war schnell, George. Oh, oh. Moment mal. Das da drüben sind nicht meine Fußabdrücke. Du bist so gut, George. Oh nein. Das wird Mama nicht gefallen. Was machen wir denn jetzt? Mama benutzt den Besen und den Schwamm in der Küche. Und wir müssen diese Schweinerei schnell sauber machen, bevor sie es bemerkt. Vielleicht können wir im Haus andere Dinge zum Saubermachen finden. Gute Idee, Luzi. Schauen wir mal in Mamas und Papas Schlafzimmer. Es scheint, als würden sie ein bisschen Hilfe brauchen. Okay, George, du wartest hier auf uns, während wir die schlammigen Fußabdrücke im ganzen Haus reinigen. Jetzt müssen wir nur noch das Schlafzimmer putzen und dann sind wir fertig. Was ist denn hier los? Oh. Es tut uns leid, Mama. Wir haben vergessen, unsere Schuhe auszuziehen, wie du gesagt hast. Und versucht, alle Fußabdrücke sauber zu machen. Aber George hat beschlossen, auf seine eigene Weise zu putzen. Schon gut, Peppa. Das ist eine gute Gelegenheit, ein paar Putzmethoden zu lernen. Lasst uns das zusammen machen. Juhu! Gut gemacht, Team. Jetzt wartet in der Küche eine kleine Überraschung auf euch. Du hast die Küche wirklich toll geputzt, Mama. Mit den richtigen Werkzeugen ist das Putzen ganz einfach. Warte mal. Du hast vorhin mit dem Schwamm und dem Besen geputzt. Aber gefunden haben wir sie im Wohnzimmer und in meinem und Georges Zimmer. Du hast sie versteckt, Mama. Ihr seid nicht die Einzigen, die gerne Verstecken spielen. So? Ich freue mich schon auf die heutige Spielgruppe. Ich werde die schönste Maske aller Zeiten machen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen, Peppa. Oh nein! Wo ist Madame Gazelle? Ich hoffe, sie kommt bald, damit wir unsere glitzernden Masken heute machen können. Sie muss spät dran sein. Vielleicht sucht sie nach Bastelmaterial für unseren Unterricht heute. Macht euch keine Sorgen. Wir können unsere Masken selber machen. Wir haben schon sehr viel Bastelmaterial. Wir warten hier mit euch, bis Madame Gazelle eintrifft. Ja, und ich finde es eine tolle Idee, schon einmal anzufangen und Madame Gazelle die schönen Masken zu zeigen.
Idee. Wir müssen einfach nur so tun, als wäre Madame Gazelle hier bei uns. Tolle Idee, Mandy. Alle zusammen, wer ist bereit, glitzernde Masken zu machen? Ich habe nicht erwartet, dass sie lebendig wird. Keine Sorge, Mandy. Ich bin es doch nur. Machen wir Madame Gazelle stolz. Okay, Klasse, mal sehen, welche schönen Kreationen ihr euch alle im heutigen Bastelunterricht ausgedacht habt. Toll gemacht. Wäre es nicht schön, Madame Gazelle auch eine Maske zu machen? Oh ja, Mama. Aber welche Art von Maske würde Madame Gazelle gefallen? Ich glaube, ich weiß, was für eine Maske Madame Gazelle mögen würde, weil Mama sie auch am liebsten mag. Es tut mir so leid, dass ich zu spät bin. Ich war, herrje, es tut mir so, meine Güte. Ihr habt alle eure Masken gemacht und sie sind entzückend. Ich bin so stolz auf euch alle. Danke, Madame Gazelle. Wir erinnerten uns an alles, was Sie uns beigebracht haben. Außerdem war ich, Madame Gazelle, die ganze Zeit ihr. Madame Gazelle, wir haben uns gefragt, welche Art von Maske Ihnen gefallen könnte. Genau. Könnten Sie bitte Ihre Augen schließen? Meine Güte. Ja. Oho. Im Licht. Sie können sich jetzt entspannen, Madame Gazelle. Sie hatten heute Morgen schon viel Stress. Außerdem haben wir Sie jetzt die ganze Zeit hier. Hooray! Yay! Und dann kam der T-Rex und erschreckte alle. Bah! Sausia! Hast du das gehört, Josh? Das muss Papa sein. Überraschung! Wow! Ein Haus mit Rädern! Das ist richtig. Es wird Wohnmobil genannt. Und wir werden damit auf ein Campingabenteuer gehen. Yay! Juhu! Camping! Dies sieht wie ein sehr aufregender Campingplatz aus. Wollen wir unser Wohnmobil aufbauen? Ja! Ist das eine Hängematte auf dem Dach? Ja, Peppa. Papa oder ich können da oben schlafen. Wo werden Schorsch und ich schlafen? Machen wir einen Rundgang durch unser Wohnmobil. Folgt mir. Das ist euer Zimmer. Okay. Also es gibt eine Hängematte und zwei Betten. Das macht drei. Aber wir sind zu viert. Wir haben nicht genug Platz für alle. Aha, gut erkannt, Peppa. Aber wir haben unseren Rundgang noch nicht beendet.
Diese Bänke können in ein Bett verwandelt werden. Wir haben also doch genug Platz für alle zum Schlafen. Ich liebe unser Wohnmobil. Es ist magisch. Ja, das ist es. Wie wär's, wenn du und Schorsch draußen spielt, während Mama und ich alles fertig einrichten? Oh, ja. Oh, ja. Papa? Kannst du uns bitte eine Gruselgeschichte erzählen? Jetzt, da es Nacht ist, wird es doppelt gruselig sein. Gut. Ich habe gehört, dass auf diesem Campingplatz eine sehr gruselige Spinne lebt. Man sagt sie... Anscheinend bin ich nicht sehr mutig, wenn es darum geht, Gruselgeschichten zu erzählen. Okay, Schorsch. Möchtest du uns eine Gruselgeschichte erzählen? Schausia! Ich habe meine Meinung geändert. Das ist zu gruselig, Schorsch. Ich denke, das sind genug Gruselgeschichten für heute Abend. Ich weiß, was wir stattdessen tun könnten. Sterne beobachten. Gut erkannt, Schorsch. Das ist eine Sternschnuppe. Wünsch dir was. Einige der Sterne bilden Formen. So wie die hier. Sie sehen aus wie ich. Du hast recht, Peppa. Eine Gruppe von Sternen, die eine Form bilden, wird Sternbild genannt. Wer möchte die Sternbilder am Himmel deutlicher sehen? Ja! Also, so baut man es auf. Und dann schaut man durch diesen Teil in den Himmel. Boah! Oh mein Gott! Alberner Papa, es ist doch nur eine winzige kleine Spinne. Mama, was hat Schorsch sich wohl vorhin gewünscht, als die Sternschnuppe vorbeikam? Ich weiß jetzt, was Schorsch sich gewünscht hat. Heute nehmen Mama und Papa Wutz, Peppa und Schorsch mit auf ein Abenteuer in ihrem brandneuen Wohnmobil. Wow! Dies ist das größte, tollste Auto, das ich je gesehen habe. Nun, Peppa, es ist eigentlich kein Auto, sondern ein Wohnmobil. Ich frage mich, wo wir zuerst hinfahren sollen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, wir könnten überall hin, wo wir wollen. Was meinst du, Schorsch? Auf den Mond! Das Wohnmobil ist doch keine Rakete. Wir müssen einen Ort wählen, wo wir hinfahren können. Ich weiß was. Wie wäre es, wenn wir an einem Bergabenteuer teilnehmen? Das ist doch irgendwie nah beim Mond. Das klingt toll. Ich werde bis ganz nach oben klettern. Das ist eine wunderbare Idee. Los geht's. Pfütze. Schorsch? Nein. Oh. Oh je, nun können wir keinen Ausflug machen mit all dem Schlamm auf dem Wohnmobil. Wir werden ja gar nicht sehen können, wohin wir fahren. Macht nichts, Schorsch. Papa und ich werden diese Schweinerei sauber machen. Und dann werden wir im Handumdrehen losfahren können.
Puh, es ist viel größer als unser Auto. Vielleicht brauchen wir Hilfe von Peppa und George. Gute Idee. Peppa! George! Ich frage mich, wo die beiden stecken. Ich denke, sie spielen wohlmöglich Verstecken. Versuchen wir mal, sie zu finden. Mama Wutz und Papa Wutz suchen nach Peppa und George. Sie müssen hier irgendwo sein. Quiek! Das hat sich wie Peppa angehört. Ich glaube, das kam von da drüben, vom Schwimmbad. Das ist komisch. Ich war mir sicher, dass ich Peppas Quieken da drüben gehört habe. Quiek! Das war auf jeden Fall Schorschs Quieken. Ich glaube, es kam aus der Küche. Hier sind sie auch nicht. Sie können sich wohl sehr gut verstecken. Quiek! Quiek! Das waren auf jeden Fall Peppa und George. Sie müssen oben im Schlafzimmer sein. Wo könnten sie nur sein? Oh, da seid ihr ja. Wir haben euch ausgetrickst. Das habt ihr auf jeden Fall. Wir dachten, wir würden euch nie finden. Den Schlamm vom Wohnmobil zu entfernen, war viel mehr Arbeit, als wir dachten. Ja, all diese Arbeit hat mich hungrig gemacht. Das kann ich mir denken. Vielleicht machen Schorsch und ich dir einen Snack, bevor wir auf unser Bergabenteuer gehen. Das ist eine tolle Idee. Danke. Okay, zuerst müssen wir die Keksmischung verrühren. Das schaffe ich. Perfekt. Jetzt müssen wir für jeden von uns einen Keks formen. Wie viele sind es, George? 1, 2, 3, 4. Das stimmt. Einen für dich, einen für Papa, einen für mich und einen für Peppa Wutz. Die sehen lecker aus. Dürfen wir sie jetzt bitte essen? Noch nicht, Peppa. Zuerst müssen wir sie backen. Lecker! Die riechen unwiderstehlich. Warum bringst du sie nicht zu Papa Wutz? Er hat bestimmt Hunger, nachdem er den ganzen Schlamm vom Wohnmobil entfernt hat. Schau, Papa, wir haben Kekse gebacken. Einen für jeden von uns. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Nein, George! Oh je, jetzt bin ich ganz schmutzig. Du siehst aus wie ein riesiger Keks, Papa. Müssen wir wirklich so viel Sonnencreme auftragen, Mama? Ja, Peppa, die Sonne scheint heute sehr stark. Richtig. Wer ist bereit an den Stra... Hast du dich eingecremt, Papa? Naja, jetzt habe ich's getan. Jetzt ist es Zeit für unser Abenteuer am Strand. Da kommt sie, Schorsch! Ho, ho! Willkommen in eurem eigenen Schloss, Prinz George und Prinzessin Peppa. Wow! Keine Sorge, George. Sandburgen müssen gar nicht ewig halten. Komm, lass uns unsere eigene bauen. Das riecht lecker, Mama. Danke. Ach, es ist so heiß heute, dass es sich so anfühlt, als ob wir auch alle auf dem Grill lägen, Papa. Oho, keine Sorge. Ich habe genau die richtige Abkühlung für uns. Musik
Wer hat Lust auf eine Abkühlung im Planschbecken? Ja, ich! Das ist so lecker! Oh, es ist sicher heiß. Papa, schau dich an. Du bist knallrot. Mama, warum vergraben sich Krabben im Sand? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich so vor der heißen Sonne schützen, Peppa. Okay. Seid vorsichtig. Es ist ziemlich kühl hier unten. Bitte schön, Papa. So bleibst du schön kühl, bis wir nach Hause gehen. Gute Arbeit, Peppa und Schorsch. Ich bin sehr stolz auf euch. Was für ein Abenteuer das heute war. Ich stecke fest. Oh, da kommt sie.